Hallo und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Colleen Hoover Book Ranking, Bücher Ranking. Ich habe 10 Bücher von ihr jetzt gelesen, also natürlich noch nicht alle. Ich werde aber ja sagen, ob das auf meiner Leseliste ist oder nicht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Die Tiers sind, unten ist einmal TBA, dann ist No, wenn ich das überhaupt nicht mochte. Oder wenn ich überlege, dass, also wenn ich überhaupt gar nicht überlege, das zu lesen, dann würde ich es, glaube ich, auch zu No machen. Dann Okay, Like und Gotcha. Gotcha ist dann halt natürlich 5 von 5 Sternen oder wenn es sehr nah an den 5 Sternen dran ist. Like ist so 4 Sterne und Okay ist alles unter 4 Sterne. Obwohl, nee, ich glaube, ich würde sogar sagen, Gotcha ist einfach nur 5 Sterne. Like ist dann 4 Sterne und hoch zu 5 Sternen und Okay ist dann alles unter 4 Sterne. No ist dann 1 bis 2 Sterne. Oder halt, wenn ich das überhaupt nicht überlege zu lesen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem allerersten Buch und das ist All Your Perfects. Das habe ich noch nicht gelesen, ist aber auf jeden Fall auf meiner Leseliste. Genauso wie das nächste Buch und das ist Confess, das ist auch auf meiner Leseliste. Habe ich auch noch nicht gelesen. Dann haben wir Finding Cinderella. Ich glaube, das ist nur eine kleine Novelle. Habe ich noch nicht gelesen, will ich aber noch lesen. Ich glaube, es gibt kein Buch, was ich gar nicht lesen möchte von ihr. Ich glaube, ich möchte schon alle lesen. Manche habe ich dann vielleicht nicht so ein großes Verlangen, die zu lesen wie andere. Aber genau, also All Your Perfects und Confess sind auf jeden Fall als erstes. Ich glaube, ich sortiere das sogar so der Reihe nach, wie ich die am liebsten lesen würde. Dann kommt Finding Perfect. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist auch erstmal auf meiner Leseliste. Ich würde sagen vor Finding Cinderella, weil Finding Cinderella, glaube ich, nur eine Novelle ist. Hard Bones. Das ist ein tolles Buch, aber es ist nicht Gotcha, würde ich sagen. Es kommt zu Like. Ja, zu Like. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das bewertet habe. Ich möchte jetzt einmal schnell gucken. In meinem Kopf, glaube ich, mochte ich das sogar lieber als It Ends With Us. Aber jetzt muss ich gucken, wie die Bewertung ist, ob ich das auch so bewertet habe. Und ich weiß, ich habe It Ends With Us mit 4,5 Sternen bewertet. Hard Bones. 4,25. Schlechter bewertet. Okay. It Ends With Us ist auf jeden Fall auch Like. Ah, jetzt ist halt nur die Frage, ob ich Hard Bones dahinter mache. Ich glaube, ich mache Hard Bones dahinter. Dann kommt It Starts With Us. Das fand ich besser als It Ends With Us, muss ich ehrlich sagen. Habe ich mit 4,75 Sternen bewertet. Ich mag halt auch einfach Atlas lieber. Deswegen. Maybe. Maybe deswegen. Dann kommt Losing Hope. TBA. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Bücher, also diese Serien von ihr, kenne ich nicht allzu gut. Deswegen weiß ich nicht so richtig, zu welcher Serie das gehört und wie das ist. Die nächsten drei, also Maybe Not, Maybe Now und Maybe Someday, sind auch alle auf meiner TBA. Ich glaube, vor Finding Perfect und so, weil, ja, ich glaube, die ist vor Finding Perfect, Losing Hope und sowas. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt zusammengehören, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall davor. Dann Never Never ist auch auf meiner TBA. Mir fällt gerade auf, wie viele Bücher ich eigentlich nicht von ihr gelesen habe. November 9. November 9. November 9. Ist auf jeden Fall Like. Jetzt ist nur die Frage. Wo? Da. Ich glaube, ich mache es ganz nach hinten. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, besser bewertet als Hard Bones. Aber wenn ich halt jetzt überlege, das ist halt immer das Problem, ne? Ich habe halt dieses Jahr erst richtig angefangen mit dem Bewerten und manchmal sind die Bewertungen bei mir noch nicht so ganz. Ja, ich habe das viel besser bewertet. Naja, gut. Jetzt im Nachhinein würde ich es halt schlechter bewerten. In meinem Kopf ist Hard Bones besser als November 9. Auf jeden Fall. Point of Retreat. Heißt das so? Point of Retreat? Ja. Das würde ich sagen, kommt auch auf meine TBA. Hinter die Maybe Not, Maybe Now and Maybe Someday Serie würde ich das tun. Regretting You ist okay.
ich weiß, dass das viele mögen. Und das Ding ist, ich glaube, ich hätte das lieber gemacht, wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist. Und die Leute alle noch. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne zu spoilern. Aber es gibt auf jeden Fall etwas. Also ich glaube, ich hätte es lieber gemacht, wäre das anders verlaufen. Sagen wir mal so. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr das schon gelesen habt. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbuch von Colleen Hoover. Was aber eins meiner Lieblingsbücher ist von Colleen Hoover, ist Reminders of Him. Und das ist auf jeden Fall Gott-Tier. Das ist mein Lieblingsroman von ihr. Und ich liebe es über alles. Das ist toll. Dann haben wir Slammed. Das kommt dann auch hier hin. Ich glaube, das ist Teil der Point of Retreat. Dem Point of Retreat Buch. Deswegen kommt es damit hin. Dann haben wir This Girl. Ich glaube, das gehört auch noch mit dazu. Deswegen kommt es auch mit dahin. Habe ich nämlich auch noch nicht gelesen. Steht auch auf meiner Leseliste. Too Late ist das nächste Buch. Und da, das ist schwierig. Das ist nicht so einfach für mich, das zu bewerten. Weil ich glaube, es kommt zu okay. Ich guck mal, wie viele Sterne das bekommen hat von mir. Das mit 3,5 bewertet. Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Also es ist schwierig, weil... Ja, ich glaube, ich fand es auf jeden Fall schlechter als Regretting You. Okay, ich glaube, ich lasse es da bei okay. Also ich fand die Geschichte okay. Die Charaktere, okay, aber wenn ich, also, ja, es ist jetzt nicht das beste Buch und es sind auch sehr, sehr schwere Themen, die da angesprochen werden. Ugly Love ist das nächste Buch. Das ist jetzt richtig schwer. Ist auf jeden Fall bei Like, aber wo in der Reihenfolge? Ich würde sagen, es ist hier. Ich weiß, das ist ein sehr kritisiertes Buch und sehr controversial, meine Meinung vielleicht. Aber ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Tut mir leid, aber da kann ich leider nichts dran machen. Ich fand es richtig gut und ja, ist natürlich nicht perfekt, wie die Charaktere sich verhalten, aber auf irgendeine Art und Weise auch verständlich. Ja. Ich würde es erstmal so lassen. Dann Verity ist auch Gott-Tier, also Reminders of Him und Verity sind meine zwei 5-Sterne-Bücher von Colleen Hoover. Also, ja, auf jeden Fall Gott-Tier. Dann haben wir Lila und das ist ein klares Nein von mir. Also, nee. Das ist ja auch ein bisschen anders, als was Colleen normalerweise schreiben würde. Ein bisschen paranormal ist da mit drin. An sich fand ich das eigentlich schon eine spannende Geschichte, aber irgendwie fand ich das alles ein bisschen komisch. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war es nicht so ganz meins. Deswegen ein Nein von mir. Ich glaube, ja, ich habe dir auch nur 3 Sterne gegeben. Also genau, dann Without Merit. Das ist auf jeden Fall auch eins auf meiner Leseliste, was relativ hoch ist. Also ich würde Euer Perfects, Confess und Without Merit sind so die 3 Bücher, die ich auf jeden Fall noch lesen möchte von ihr. Und das letzte Buch von ihr ist Hopeless. Und ich glaube, das gehört dann ja zu der Finding Hope Serie da. Also, ja. Yeah. Hopeless, Losing Hope, Finding Cinderella, Finding Perfect. Die 4, glaube ich, gehören zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sind auf jeden Fall auch auf meiner Leseliste. Ich glaube, ich würde alle gerne noch für die lesen, aber ja. Das ist so mein Ranking. Ihr könnt eigentlich wirklich von... Oh, ich weiß aber nicht ganz, ob ich Verity oder Reminders of Him besser finde. Es ist schwierig, weil es auch relativ unterschiedliche Bücher sind. Deswegen würde ich die jetzt einfach so lassen. Aber in allen anderen Kategorien könnt ihr einfach von links bis rechts lesen und das ist genau mein Ranking, wie ich sie ranken würde und auch meine TBR, in welcher Reihenfolge ich die gerne lesen würde. Das war mein Ranking von Colleen Hoover Büchern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Video. Tschüss!